everything changes. Halli, hallo, hallöchen, wir spielen wieder LS17 auf der PlayStation 4 auf der neuen Karte in Südamerika, Platinum Edition hier. Und heute ist eigentlich der Tag, an dem wir das erste Mal, sag schon, jetzt ist mir das Wort Zuckerrohr ernten. So, ich habe noch was gekauft und zwar da diesen Anhänger. Ja, bloß den kleinen hier. Brandner eigentlich gehabt. Jetzt haben wir noch einen zweiten dazu, damit wir mehr mit einmal transportieren können. So, wir nehmen mal den Case und fahren eigentlich damit zum Feld. Die Erntemaschine steht ja schon da. Wir haben ja bloß eine Erntemaschine für den Traktor. Und das werden wir jetzt gerade mal testen. So, da steht das gute Ding. Der hier sollte auf jeden Fall genug PS haben. Das ist eigentlich unser PS-stärkster Traktor. Und dort haben wir eigentlich noch Anhängerkupplung. Da könnten wir theoretisch einen Anhänger hinterhängen. So, aber wir testen jetzt mal. Ich habe noch Fruchtzerstörung mit reingenommen, also jetzt können wir natürlich alles kaputt fahren, wollen wir aber nicht. Macht das Ganze natürlich realistischer, müssen wir ein bisschen besser spielen hier oder aufpassen, damit wir da so und jetzt. Okay, der Traktor fährt da eigentlich schon. Jetzt brauchen wir natürlich noch einen Anhänger. Genau, dann nehmen wir mal hier den großen. Und dann haben wir so einen tollen, ominösen Anhänger hier drüben. Sieht ein bisschen speziell aus. Ist auch speziell. Extra für Zuckerrohr. Und entweder können wir den noch mit dahinter hängen, hinter der Erntemaschine, oder wir müssen nebenher fahren. Das müssen wir jetzt gerade mal testen, wie wir das am besten machen können. So, wo muss ich wieder hin hier? Um die Villa drumherum, da ist sie. Okay, da könnten wir auch noch einen zweiten ran machen. Weiß zwar gar nicht, was die kosten, aber Moment mal. Ich glaube, ich muss hier hin. Ich glaube, das geht so nicht so gut. So, wir versuchen mal was anderes. So, versuchen wir mal den Anhänger noch dahinter zu hängen. Okay, geht auch nicht. Obwohl, das geht bestimmt. So. Okay, so funktioniert's und mit dem Helfer funktioniert's auch so. Ich glaube, wir machen das erstmal so. Wird wahrscheinlich auch so gemacht.
Bin ich mal gespannt, wie der Helfer jetzt fährt. Okay, der fährt irgendwie ganz komisch. Jetzt ist er weg. Nein! Scheiße, jetzt ist er gar nicht mehr zu sehen. Wenn ich jetzt natürlich einsteige, dann fahre ich hier das ganze Zuckerrohr kaputt. Der will jetzt bloß hier vorne weitermachen. Wir warten mal, bis er vorne ausfällt, rauskommt und dann werden wir nochmal... Der Traktor ist gar nicht zu sehen. Werden wir nochmal den anderen Traktor davor spannen. Und nochmal versuchen, daneben herzufahren. Ich glaube, das ist fast besser. So, wo kommt er denn raus? So geht es auf jeden Fall nicht. Also, es geht schon so, aber das sieht irgendwie nicht so richtig aus. Okay, testen wir nochmal. Jetzt setzen wir den nochmal hier hin. So, und dann machen wir den Anhänger doch wieder an den Traktor hier ran. Und es gibt eigentlich bloß Erntemaschine, wir haben jetzt bloß einen Reiher und das Maximale, was gibt es eigentlich zwei Reihen. Also es wird nicht unbedingt schneller werden hier. So, jetzt fahren wir nochmal richtig daneben. So, ich glaube, so geht es eigentlich. So, Zuckerrohr zum ersten. Das kann natürlich ein Weilchen dauern, bis der hier durch ist. Da war auf jeden Fall ein riesen Arbeit hier. So, was macht er jetzt? Okay, er fährt weiter. So, ist hier schon gleich voll. Also es kommt da ordentlich was zusammen. Was ist jetzt? Will er nicht mehr, oder wie? Okay, da war ich zu schnell, glaube ich. Jetzt müssten wir meiner Meinung nach auf die andere Seite ansetzen, aber er fährt jetzt da wieder hin. Okay, dann fahren wir halt alles kaputt hier. Okay, ich kann es gar nicht kaputt fahren. Okay. Also eigentlich müsste ich immer außen rumfahren, wenn ich das richtig sehe.
So, ist gleich voll hier schon. Also ich glaube, ich brauche noch so einen zweiten Anhänger hier. Und jetzt müssen wir mal den anderen Traktor hier holen. Mal schauen, ob wir es da überladen können oder ob ich das jetzt schon wegbringen muss. Ich würde es ja gerne hier draufladen und dann könnte ich die beiden voll machen und dann könnten wir es zur Zuckermühle bringen. So, versuchen wir es mal. Warte mal, so rum wahrscheinlich nicht. Ich muss, glaube ich, andersrum ranfahren. Wollen wir es mal versuchen? Passiert nichts. Okay, muss ich mal einen Helfer anmachen. Vielleicht sagt der mir, was ich machen muss. Aha, ich muss es selber bedienen. So. Okay, also es geht schon, ich muss es einfach, den Anhänger kann ich wie so ein Frontlader eigentlich selber bedienen. Da kann ich eigentlich hier auch die Höhe einstellen. So. Jetzt runterklappen. Okay. Holen wir mal noch eine Ladung und werden den dann da voll machen. Bei der Zuckermühle ist eine große Nachfrage an Zuckerrohr, also wäre das jetzt natürlich ideal. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich denn wieder eigentlich Zuckerrohr anpflanzen muss oder ob das jetzt selber wächst. Ich hätte gemeint, ich hätte mal gehört, damit es denn selber wächst, aber bin mir da nicht ganz sicher. So sieht es eigentlich korrekt aus, wenn er auf der Seite fährt und der Ernter da durch Zuckerrohr geht und andersrum fährt, sieht man einfach nichts vom Traktor. Ja, und er wird sehr schnell voll. Also wir brauchen unbedingt als nächstes eigentlich größere Anhänger, glaube ich. Ah, jetzt kann ich es doch kaputt fahren. Okay.
Jetzt habe ich da natürlich eine Menge Zuckerrohr zerstört hier schon. Wir können ja gerade mal schauen, wie die Preise eigentlich sind, solange wieder da umdreht. Und zwar haben wir Transportfirma zahlt eigentlich am meisten momentan noch. Ja, jetzt kann ich das nämlich hier alles kaputt fahren. Ist zwar nicht mein Ziel gewesen, aber ja, da haben wir auf jeden Fall, hey, da fliegt ja Zeugs raus hier, auf jeden Fall ordentlich zu tun hier, das Feld abzuernten. Da sind wir dann ein Weilchen dran. Jetzt ist der Anhänger nämlich schon fast wieder voll. So, ich werde mal leer machen hier. So, das habe ich mir nämlich gedacht. Jetzt ist nämlich so, damit der Abfahrer eigentlich schon voll ist und hier noch gar nicht groß was passiert ist. So, wir stellen den mal ab. So, dann werden wir mal das erste Mal, ich glaube, wir fahren einfach zur Zuckermühle, auch wenn es da jetzt nicht den besten Preis gibt. Eigentlich den schlechtesten. So, dann werden wir mal schauen, was ein größerer Anhänger noch kostet, damit wir da eigentlich mehr wegkriegen hier. Da gibt ja extra so einen riesen Teil. Aber wir müssen mal schauen, was das preislich eigentlich ausmacht. Dann müssen wir wahrscheinlich auch die Traktoren hier wechseln. Der andere ist ein bisschen schneller. Das ist natürlich hier der langsame. So, irgendwo kommt hier, glaube ich, Zuckermühle. Da hinten hinter der kleinen Kuppe, da ist die, glaube ich. Genau, da fahren wir jetzt hin. Ja, ist eigentlich nicht so viel jetzt drin, 16.500. Ich dachte, das wird reichen zum Abfahren, aber da fahren wir ja ewig hin und her hier. Einlagern können wir es leider nicht. Also müssen wir es immer gleich irgendwie wegbringen. Wir können es natürlich auch beim Getreidespeicher hinbringen. Und später dann eigentlich dort abholen oder mit dem Zug verkaufen. Das würde natürlich auch gehen und da können wir schon ein bisschen speichern. So, also gehen wir den mal Arbeit. Viel Geld wird jetzt da nicht rauskommen. Wie gesagt, der schlechteste Preis momentan.
Okay, wir schauen eigentlich gleich mal wegen einem anderen Anhänger. Und ich weiß nicht, ob die hier eigentlich mit drin sind. Da gibt es ja eigentlich extra, das nehme ich gar nicht dabei. Zuckerrohrernte, sind die Anhänger dabei? Das da meine ich eigentlich. Oh, die sind aber verdammt teuer. Und ich habe jetzt so ein Teil, passen 12.000 rein und da passen 20.000 rein, okay. Aber das nützt alles nichts, wenn ich nicht wegfahren kann. Ich brauche eigentlich so ein Riesenteil, um das eigentlich wegzutransportieren. Okay, dann fahre ich wieder zurück und werde dann mal schauen, was wir da machen können. Also ich muss, glaube ich, noch ein paar Mal fahren, bevor ich da irgendwie was anderes organisieren kann. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, es war ein bisschen interessant und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.